Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen hier bei FX Let. Und an der Stelle machen wir das Webinar wie immer mit Dirk Hilger. Und ich freue mich, dass Sie heute wieder live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Let. So, wir schauen uns kurz den Risikohinweis an, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Bitte diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Dirk den einen oder anderen Trade machen sollte. Okay, dann, lieber Dirk, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Gucken wir mal, was mit der Technik funktioniert, aber sollte ja eigentlich, erstes Bild sollte da sein. Ja. Yep. Ich hätte eins mit Schnee machen müssen, ne? Das wäre irgendwie besser gewesen. So, dann switche ich mal hier um und sage mal an der Stelle einen wunderschönen guten Morgen hier aus Köln. Ich bin heute, wie gerade schon irgendwie, man hat es ja wahrscheinlich gehört, etwas verpennt unterwegs. Weil momentan halt irgendwie, man kriegt es ja, glaube ich, auch mit, also zumindest mal einige halt von denen, die hier halt mit dabei sind, halt die neue Release ist kurz vor fertig und da bleibt irgendwie ganz viel auf der Strecke, unter anderem irgendwie auch so ein bisschen Schlaf und deswegen ist das, glaube ich, auch mal erlaubt. So, aber erstmal danke, dass ihr alle dabei seid und wir gehen mal direkt rüber, würde ich sagen, aufs Bild hier im DAX und DAO, wobei ich habe ja gesagt, ich will den DAX nicht mehr handeln. Ich bin mir da auch bis jetzt eigentlich treu geblieben. Aber ich habe auch gestern natürlich auch gesehen, dass der halt schon recht ordentlich gelaufen ist. Also anfänglich halt auch besser als der DAO, wobei war jetzt auch nicht weiter verwunderlich, als ich dann nachher halt gesehen habe, okay, die Kasse, also im DAO dann halt später, die ist dann halt, hat dann doch deutlich auch eben nachgezogen. Und von daher, das ist eigentlich typisch. Also wenn es halt wie morgens dann halt eben so ist, wenn der DAX dann halt mal Gas gibt und dann lässt der DAO sich das meistens, lässt das meistens nicht so stehen, sondern entsprechend wird dann halt nachher auch nachgeholt. Und so war es dann halt auch gestern im Markt, spätestens als eben die Kasse halt aufgewesen ist. So, ich fange aber auch jetzt mal auch mit dem DAO an. Weil den DAX habe ich tatsächlich momentan auch nicht so auf dem Schirm. Da ist grundsätzlich erstmal eingetreten, das, was ich halt schon ein bisschen zu früh wahrscheinlich auf dem Schirm hatte. Aber ich habe es die ganze Zeit schon gesagt, wir brauchen einen Dip auf die 30.557. So, wenn ich das gestern mal angucke, die ganze Geschichte, dann sieht man, das hat er fast auf den Punkt gemacht. Da fehlt ein kleines Stückchen, will ich jetzt aber nicht überbewerten an der Stelle. Und generell ist er auch hier in der Supportzone gestrandet. Also ist hier immer der Stundenchart im DAO, im DAX natürlich auch, halt eben für die Betrachtung, wie denn halt die Reise weitergeht. Und da sieht man halt schon deutlich, ne, hat hier irgendwie einmal einen Spike drunter gemacht, fast punktgenau hier abgeholt und dann hat die Stunde sauber drüber geschlossen. So, und da hatte ich halt die ganze Zeit schon irgendwie auf dem Schirm, beziehungsweise habe auch gesagt, man wird da oben, also in den letzten beiden Webinaren habe ich sie gesagt, man wird da oben in dem Bereich von 31.000, wird man keinen Long finden, den man großartig weit laufen lassen kann. Und das hat sich ja dann auch soweit bewahrheitet, also ne, solange eben bis dieser Dip halt nicht da gewesen ist. Jetzt ist er da gewesen, aber er hat das Ganze für meine Begriffe nicht gut genug verwandelt und hätte eigentlich gestern, man sieht ja halt deutlich, ne, es hat hier eben immer in der Widerstandszone da oben, halt entsprechend gescheitert morgens, dann halt runtergebrettert und er hätte über diese blaue Zone ziehen müssen und dann wäre das Ganze sauber gewesen. So ist das Ganze halt ein bisschen tricky und es ist halt nicht gesagt, ob jetzt hier nicht dann doch ein neuer Short-Trend dann an der Stelle entsprechend aufkommt und wir das Ganze nochmal deutlich tiefer testen. Das ist jetzt so ein bisschen die Gefahr dabei, weil es halt nicht ganz geklappt hat. Und man hat auch gesehen, hier der Bereich, die Orange, das ist die 31.027, da war halt die ganze Zeit relativ viel Umsatz. Und hatte ich auch gestern im Blog geschrieben, für mich sieht das Ganze runter aus, allein schon wegen dem Schlusskurs am Tag davor, unter entsprechend der 31.000,
und 27 und auch eben unterhalb der 067. So, das hat für mich halt Short getriggert, das ist halt auch aufgegangen. Aber wie gesagt, es wäre schon gut gewesen, wenn die ganze Geschichte auch wieder komplett zurückgelaufen wäre. Ob wir das jetzt heute schaffen? Das ist echt eine gute Frage. Ich werde aber auch gleich nochmal im Daily das Ganze mal irgendwie angucken, beziehungsweise das können wir auch direkt machen. Da muss ich mal gucken, ob ich jetzt auf den richtigen Chart hier komme. So, und zwar machen wir es hier mal schnell im Daily. So, ein bisschen größer die ganze Geschichte. Da haben die Linien noch so ein bisschen falsche Farben, aber generell sieht man ja schon, dass auch die, obwohl ich die jetzt gar nicht groß aktualisiert habe, halt hier so dieser Bereich, der wurde halt schon relativ sauber angelaufen. Ist aber eigentlich jetzt erstmal Support. Aber was man eben auch trotzdem hier sieht, ne, also in diesem ganzen Bereich da oben, da ist halt einfach nicht wahnsinnig viel zu holen. Und also ich will jetzt halt mal nicht hoffen, weil ich will jetzt hier auch nicht irgendwie den riesen Rutsch da halt irgendwie haben. Das war ja gar nicht der Plan, sondern der Plan war ja eigentlich irgendwo einen Dip zu finden, an dem man halt in den Markt reinkommt. Ich meine, dass der da halt eigentlich ungebrochen long ist, also jetzt vor allen Dingen halt mal am Daily, das sieht man ja halt schon. Ne? Jetzt haben wir hier natürlich zwar ein neues Tief, aber das würde ich, wie gesagt, auch hier nicht überbewerten, die ganze Geschichte. Und das kann halt schon halten. Eventuell kriegen wir nochmal irgendwie einen kleinen Spike darunter und versuchen es dann nochmal auf der Oberseite. Ich weiß es nicht. Ne? Aber generell ist das halt jetzt hier so der Bereich, der natürlich dann auch interessant ist. Aber dass das Ding halt einfach nur long, long, long ist, momentan halt zumindest, ne? Das ist ja halt hier auch wirklich nicht so schwer zu übersehen. So, dann gehe ich mal auf den DAX. Gucken wir uns den auch noch an. So, da fehlt noch ein kleines Stück. Da hatte ich ja halt, ich hoffe ja, dass der ein oder andere hier halt auch dabei ist, der das im Blog mitverfolgt hat, da hatte ich ja auch mal hier ein paar diagonale Geschichten eingezeichnet, was bei mir extrem selten vorkommt, aber wenn es einen so anspringt, darf man das eben auch mal machen. Ne? Also dieses Gebilde hier. Und da habe ich ja gesagt, eigentlich, als er da oben war, ist das halt long. Ne? Also ein Austritt ist eigentlich long, aber das wird so nicht funktionieren, weil das halt eben nicht den Trend markiert, sondern eigentlich jetzt nur so eine, ja, so eine Tendenz in einem Kanal. Und ich habe halt gesagt, der wird sich halt immer wieder daran aufhalten. Und mir fehlt, um das da oben rauslaufen zu lassen, der Fehlausbruch auf der Unterseite. Das heißt, da sind wir irgendwie auch gerade dran, das Ganze halt dann auch mal fertig zu machen und entsprechend auch hier unten mal rauszubrechen. So, weil man sieht ja halt schon, ne, auch wenn man hier dann, ich hoffe, das ist wahrscheinlich ein bisschen klein. Aber man sieht schon, das wurde schon irgendwie gehandelt. Ne? Immer wieder mal gab es irgendwie Spikes rein und dann halt Aufsätze raus. Aber das meinte ich halt auch im Blog, das kann man ja so nicht handeln, so eine Geschichte. Und dann ist es halt viel einfacher, wenn man sich die Highs dann halt nimmt, wie zum Beispiel hier die 028, die ich ja dann auch rechtzeitig noch geliefert habe, an dem Tag, wo es da hoch ist. Oder halt eben hier die ganz normalen Trendgrenzen mit den Hochs. Und handelt dann halt eben diese. Und hier halt auch, da sieht man auch, was gestern passiert ist. Ne, hier oben war halt, ich hoffe wirklich, es ist nicht zu klein, aber hier oben war halt eine Supportzone da an der Stelle, lange gehalten, dann ist die verkauft worden und dann hat er die entsprechend nochmal bestätigt, von unten, ne, diese Paritätsumkehrgeschichte, das heißt, also wo vorher Support war, wird anschließend Widerstand, super sauber, auch hier an die 953, die eigentliche Trendgrenze, auch hier, ne, die ich da auch schon beschrieben habe, das passt, ne, dass der da jetzt halt erstmal nach unten ist. Und was wir halt hier sehen in dem Bereich, wo jetzt halt hier diese drei dicken Linien zusammenliegen, das ist nichts anderes als die Jahreseröffnung. Und dass die nicht im ersten Rutsch verkauft würde, das fand ich das schon recht plausibel. Es ist das Gleiche, wie wenn man irgendwie mit einer ganz einfachen Tageskerze ja genauso, ne, fast nie, wenn zum Beispiel halt eine Kerze irgendwie in grün startet oder einen Tag in grün startet, fast nie wird die mal eben umgedreht ohne Gegenwehr. Ganz, ganz selten. Meistens ist es dann so, dann ist die mal kurz rot und dann ist er anschließend wieder grün und da gibt es halt immer so ein bisschen Gezackere. Und deswegen hätte es mich auch sehr gewundert, wenn das halt hier bei der Jahreseröffnung anders gelaufen wäre. Und da sieht man halt schon deutlich, ne, drunter und dann halt zurückgekauft und dann vehement wieder hoch. Und jetzt aber dann gestern doch drunter. Ne? Entsprechend ist das jetzt natürlich dann hier halt auch ein Bereich, der ganz klar halt jetzt hier zu Widerstand wird. Ne? Zum einen, wenn man halt hier auch sieht,
Wir haben ja halt hier die Supports auf der unteren Seite. Auf der Unterseite, die wurden verkauft, der wurde auch schon getestet. Nichtsdestotrotz ist das ganze Ding hier im Widerstandsbereich. Also es ist nicht eine Geschichte, die man jetzt irgendwie auf einen Punkt festmachen kann. Gestern ging das halt hier an der Stelle. Aber ob das heute nochmal genauso funktioniert, da steht wirklich so ein bisschen auf einem anderen Blatt. Und von daher kann man schon damit rechnen, also wenn wir jetzt halt hier reinlaufen sollten, ich weiß jetzt natürlich nicht, was bei der Öffnung passiert, möglich ist alles, aber erstmal ist der auf Strong Long gebürstet. Das heißt, ich gehe fast davon aus, dass wir das da oben halt auch nochmal testen und vielleicht nach einem kleinen Rücklauf. Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie der Markt jetzt halt startet. Also jetzt hier auch Long reingehen, halte ich auch genauso für schwierig, auch wenn jetzt hier die Legende, also mein Handelsansatz an der Stelle eigentlich sagt, beim Schlusskurs über einer Linie muss er eigentlich im Rücklauf long gehen. Das kann halt schon funktionieren, aber es kann auch sein, dass die Kasse ein bisschen übertreibt und trotzdem erstmal halt tiefer runtergeht und dann nochmal oben rauszieht. Von daher ist das jetzt halt nicht so wirklich einfach. Und hier unten der Bereich, also da wäre ich halt dann eher ein Freund davon, dass wir unten einmal reingucken und dann dort irgendwie, dann halt irgendwie long versuchen. Das würde ich halt fast für besser halten, weil jetzt direkt hoch, da würde ich hier oben dann eher wiederum nach Short irgendwie Ausschau halten. Wir sind aber jetzt hier bei 13.600 und irgendwas, 660 und da oben 797, das sind natürlich 140 Punkte bis da hoch. Das ist natürlich schon ein bisschen Strecke, was er da halt hinlegen müsste, aber kann natürlich trotzdem sein. Also von daher wäre mein Ansatz jetzt hier rein reaktiv. Jetzt also zumindest mal halt, also im H1 halt sowieso, aber generell mich jetzt hier aus dem Fenster zu lehnen und sagen, ja, wir gehen jetzt, laufen jetzt sofort hoch, ist möglich, muss aber logischerweise so nicht kommen. So, auch hier gehe ich mal in den Tageschart, wo man es ein bisschen deutlicher sieht, aber der ist schon hier auf Long-Krawall gebürstet. Ne? Ich habe die Bilder übrigens freigegeben, also jeder, der Live-Chart am Start hat, auch ohne Lizenz, sind die während des Webinars, sind die halt immer freigegeben, so auch heute. So, dann gehe ich jetzt mal zurück. Gucken wir uns die Geschichte hier mal an. Ich habe das ja halt hier auch drin, das gleiche, die gleiche Darstellung hier, einmal die Stunde und unten der Tag. Haben wir noch so viel Zeit? Ja. So. Da halt auch, ne, das ist im Prinzip, ich habe da vorher noch gar nicht reingeguckt, muss ich gerade gestehen, aber das macht halt Sinn, ne? Also bei großen Bewegungen sollte man eh immer den Tageschart auspacken, das hier sieht man ja auch, ne? Hier war halt öfter Support, so warum soll es jetzt einfach brechen, ne? Und halt auch hier irgendwie das letzte Tief entsprechend halt nicht verkauft, kein neues Tief, klar unter der Vortageskerze, also heute Nacht haben wir da ein bisschen mal drunter geguckt. Aber da wäre dann halt eher, wenn es dann halt irgendwie ein bisschen rappeln sollte, und dann wäre für meine Bereich eigentlich der, für meine Begriffe eigentlich der Bereich hier interessant. Nämlich hier unten dieses Cluster, ne? Weil da sieht man ja auch, da fehlt auch so ein bisschen, ne? Hier war Widerstand, ist dann gekauft worden, nicht rückbestätigt. Das wäre dann schon eher so ein Bereich, der für Long dann halt wirklich auch interessant wäre, was aber sicherlich nicht auch auf einmal dreht, sondern wahrscheinlich irgendwie dann auch eher so ein paar Etappen der Fall sein wird. Aber generell hält er sich hier über den Tiefs und deswegen gehe ich mal davon aus, dass er versucht, das jetzt erstmal auch durchzuhalten und deswegen, wie gesagt, mein Ansatz halt auch rein reaktiv. Also ich bin jetzt halt mal gespannt, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob wir hier überhaupt halt reinkommen. Also das kann man natürlich irgendwie sagen, ja, der Trend ist doch short, da muss man doch irgendwie short gehen, ja. Aber das ist schon richtig. Das Ding ist halt nur wo, ne? Wie kommt man in so einen Markt halt rein? Natürlich könnte man jetzt auch einfach sagen, ja gut, ich gehe halt short, setze einen Stop von 200 Punkten und dann gucke ich halt abend nochmal. Wird wahrscheinlich sogar funktionieren. Aber ist jetzt unbedingt dann nicht ein Ansatz, der für Daytrading da halt wahnsinnig hilfreich ist. Ne? So. Kasse macht auf. Alarm erstmal nach oben. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich hier das Buch drin habe. So, erstmal den FDAX. So, das sieht ja schon besser aus.
Also das ist der erste Impuls, wundert mich jetzt nicht wirklich, weil es halt eben ja auch entsprechend nach oben drückt. Es ist dann halt mal die Frage, wie weit kommt er? Also hier im 5-Minuten-Chart, wenn man sich da jetzt mal ganz simpel den Trend anguckt, und dann liegen wir halt schlicht und ergreifend hier oben in dem Bereich, wo es dann halt eng würde. Ne? Also halt einfach die letzten Hochs an der Stelle. Und wenn ich da jetzt mal liegen jetzt hier da oben in der richtigen Farbe. Und dann wird man halt wahrscheinlich sehen. 13,735. Gucken wir mal hier. So. Ja, ne, 743, das ist genau hier auch einer von den blauen Kandidaten. Und ne, weil hier war noch ein höherer Spike da oben. Das heißt, wir kriegen jetzt entweder wahrscheinlich hier eine Reaktion bei der 715 oder 743. Und ideal wäre natürlich die andere, die ich halt hier gezeigt habe. So, weil direkt einfach so oben durch, würde mich wundern. Ne? Aber generell der eigentliche Short Entry wäre für mich dann schon halt irgendwo hier in dem Bereich hier oben drüber, also dann in der Nähe von der 13.800. Soweit kann der halt problemlos für meine Begriffe auch da hochlaufen. Ne? Aber halt nicht in einem Stück. Und ich würde halt hier wirklich dann auch die ersten eigentlich nutzen, um entsprechend halt dagegen zu halten. Das heißt, hier dann halt erstmal Short zu suchen da oben in dem Bereich, wenn er das dann halt macht. So, das heißt, hier dann als Beispiel, das kann man halt mal versuchen, ist aber halt wie immer alles keine Empfehlung, wie der Nelson ja schon gesagt hat, weil kann auch genauso gut vehement daneben gehen. So, aber das wäre jetzt zumindest mal die erste Grenze, ne? Es gibt jetzt erstmal keinen Grund, warum der da großartig irgendwie drüber laufen sollte. Und falls doch, und dann nimmt man halt eben entsprechend den nächsten. Aber das wäre auf jeden Fall dann halt auch im Trend. Ne? So, auch wenn jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, aber die Kasse ist doch long, die andere Stunde war long, warum gegen den Trend? Ne? Also das ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Wo setzt man halt die, was, ich bin Short an der EMA? Nein. Wo setzt man halt entsprechend die, wo setzt man halt an? Beziehungsweise was nimmt man halt als Trendgröße an der Stelle? Und ist klar, wenn ich jetzt auf den Minutenchart gehe, der ist strong long gerade, ganz sicher, ne? Unüberschaubar, unübersehbar, dass der hier halt hier einfach nur im Long-Modus ist. Klar könnte man auch sagen, gut, gehe ich long, weil der Minutenchart ist long. Aber der wird ja auch relativ schnell an seine Grenzen stoßen, weil mit Minutenchart werde ich die Stunde nicht aushebeln. Also zumindest halt nicht so, ne? Und deswegen würde ich mich da jetzt eher nicht dran hängen, an diesen ersten Impuls. Dann halt vielleicht ein bisschen, wenn es ein bisschen tiefer ansetzbar ist. Und weißt, das ist für Blinde. Ich versuche sowieso die Kommentare mitzulesen. Gleich mal ein bisschen tiefer ansetzt, ne? Also irgendwo hier in die Stunde halt, in die letzte Stunde zumindest mal rein. Wir starten auch hier mit einem Aufwärtsgap, wie man sieht, ne? Hier ist ja der Kassaschluss von gestern. Das heißt, da wäre dann halt eher nochmal so die Chance, dass man sagt, okay, kurz vorm Gap Close, ne? Auch hier an dem letzten Low, das wäre natürlich halt auch noch eine Option, das dann halt mal dort in die andere Richtung zu versuchen. Aber hier ist mir das alles jetzt momentan noch so ein bisschen, naja, einmal kurz nach oben geguckt und mehr ist jetzt auch noch nicht passiert. Auch nicht sonderlich weit, nur mal kurz aus der Value Area raus. Mehr war es halt noch nicht, aber das heißt jetzt halt auch leider wirklich überhaupt gar nichts für das, was der uns jetzt halt hier als nächstes präsentieren will. Also drückt nach oben, aber für mich jetzt hier nicht unbedingt irgendwo ein erkennbarer Trade, also zumindest jetzt nicht hier in der Nähe von der Eröffnung. Von daher würde ich da erstmal die Finger davon lassen und gucken, was der Dow treibt in Zwischenzeit. Auch nichts Weltbewegendes. Kommen wir so ein bisschen hin und her gelaufen, ist das hier, also die Stunde ist schon richtig. Steht auch erstmal still. So, von daher
tun sich die beiden da halt gerade nichts und das passt. Was, wo liegt die Order da? Warum willst du das wissen, Lutz? In der roten Zone. Es nutzt ja nichts zu wissen, wo die Order genau liegt, an welchem Kurs. Man geht ja darum, um das Verständnis auch hier. Ne? Es ist einfach nur das letzte Hoch. Also das ist der, glaube ich mal, der simpelste aller Ansätze. Der aber für mich jetzt auch hier erstmal der plausibelste, ganz klar. Und von daher halte ich das jetzt erstmal auch für gerechtfertigt, das so zu machen. Und wenn er jetzt aber hier halt, ne, also auch nicht am Hoch, sondern eigentlich kurz vorm Hoch, jetzt reden wir natürlich dann über den DAX, ne? Der ist ja gerne auch mal ein bisschen schweinisch unterwegs. Das heißt, der spiket auch gerne mal oben raus und dreht dann wieder um. Und aber gut, damit muss man dann halt leben, ne? So, und stopp mal erstmal ein bisschen größer. Falls er hier jetzt irgendwie halt, falls er da drüber rennt. Limit Pullback ist 1. Ja, das ist okay. So, ne? Jetzt haben wir hier halt auch genau das Ding, dass wir hier an die Future-Eröffnung laufen. Genau das, was ich vorhin beschrieben habe, eben auch was den Jahreschart halt angeht. Ne? So wären wir es jetzt hier. Das würde auch dazu passen. Also hier ist die Eröffnung vom Future. Das heißt, hier dreht sich die Farbe von der Tageskerze. Das geht normalerweise auch nicht in einem Rutsch, sondern entsprechend halt wird mal geguckt, wird mal angetestet, klappt dann doch nicht. Und das heißt, auch dort sollte dann schon deswegen ein bisschen Gegenbewegung dann halt dann auch kommen. Ne? Und auch hier der R2 passt auch wunderbar dazu von der Stunde. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich gehe mal hier nochmal zurück auf den M5. Na. Ist alles so klein irgendwie heute. So, ein bisschen größer hier. So, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ob wir da abgeholt werden. Und das Ding ist auch, ne, ich weiß ja jetzt nicht, ob der Trend hier wirklich gedreht wird oder ob es nur versucht wird oder ob es einfach wirklich nur ein Rücklauf im Trend ist. Keine Ahnung. Von daher will ich jetzt auch gar nicht großartig sagen, geht long, geht short. Ab da nochmal komplett. Ich würde einfach nur gucken, dass man da halt irgendwie dass ich so ein paar Punkte halt mitbekomme. So, hier haben wir schon die erste. Was haben wir? 9:08 Uhr. Ja, komm, lass ich jetzt erstmal fertig machen und halt da nicht direkt dagegen. Vielleicht ein Fehler, vielleicht aber auch nicht. Habe es jetzt hier irgendwie einen Punkt davor gedreht. Das wäre auch schon ein bisschen mies, ne? Aber ich denke mal, das ist ja auch nachvollziehbar, warum man hier oben, ne? Also hier haben wir dann halt auch noch die Hochs da oben an der Stelle. Also ich würde mal einen, was haben wir? 8:08 Uhr. Ja, noch drückt es ja, soll er machen. Ja, weil ihn zu verpassen wäre auch doof. Deswegen bin ich ja gerade so ein bisschen hier auf der Lauer. Neun. So, einen mache ich jetzt erstmal rein. So. So. Das heißt, den würde ich auch hier oben liegen lassen. An der Stelle, weil hier ja auch, ist jetzt erstmal hier nur Drittel Size, wie man ja auch sieht, ne? Die 4,5, da ist halt hier so das letzte Hoch. Da sollte er jetzt nicht unbedingt drüber. So, und ich habe hier irgendwie eine andere Darstellung heute. Ich würde sagen, mir kommt das alles so ultra klein vor. So, aber in dem Bereich kann er halt ruhig, ne? Aber generell ist das hier definitiv Widerstand. So, von daher nicht nur, weil jetzt halt die blaue Linie da liegt, ne, aus dem Live-Chart. Das ist ja im Endeffekt, spielt die hier auch gut mit rein, ne, weil halt grundsätzlich ist jede Linie handelbar. Natürlich ist es auch kein Holy Grail, aber in der Regel hat man Reaktion an jeder und von daher spielt die natürlich hier auch mit rein, ne? Kann aber halt entsprechend halt auch jetzt hier hinlaufen. Deswegen ist das für mich auch eher jetzt hier so eine Zone, wo ich sage, da ist Widerstand.
die man jetzt nicht unbedingt genau greifen kann. So, und ob die jetzt dann halt so sauber aufgeht, dann halt eben auch in dem Tempo, wie ich mir das wünsche, das steht natürlich auf dem anderen Blatt. Und ich muss jetzt hier nur ein bisschen aufpassen. Ich habe nämlich halt hier eine Osterei-Funktion in der Version vom Stereotrader drin. Die ging nämlich erst auch gestern Nacht online. Und zwar schmeißt er mich raus. Das ist jetzt mal so ein Versuchsaufbau. Und der Ton ist doch gut, oder? Weil ich kriege ja gerade so eine komische Fehlermeldung in GoToWebinar. Nee, alles gut. Stand irgendwie Audioqualität irgendwie. Naja, egal. So. Was heißt die Orderanzeige ein Drittel? Genau, das ist das Osterei, über das ich hier gerade rede. Nämlich man kann, das ist aber eine versteckte, noch nicht kommentierte, dokumentierte Funktion, mit der ich aber entsprechend halt sagen kann, was meine maximale Positionsgröße ist, und der Rest bezieht sich nur noch auf diese Positionsgröße. Die sagt aber auch, beziehungsweise die schmeißt mich raus, sobald ich auch nur einen Punkt minus bin und auch nur 0,1 Lot über dem Maximum, ne, dann löst er meine Position auch dahingehend wieder auf, dass er das immer wieder auf die maximale Größe reduziert. Ne. Das ist halt so ein bisschen Account Protection, also für einen Kontoschutz, und aber wie gesagt, ist nicht dokumentiert, ist momentan auch nur in der Beta drin. Aber ich hatte sowas schon öfters mal irgendwie auf dem Schirm, mal sowas mal zu machen. Deswegen ist es jetzt versuchsweise hier drin. So, jetzt haben wir natürlich hier echt ganz schön Krawall, ne? Und sieht fast aus, als würde der jetzt wirklich am Stück da oben durchlaufen wollen. Kann passieren. Ich mache mal hier ein bisschen Platz. Weil einen habe ich noch. Ja, das ist schon mal grundsätzlich schlecht. Wäre jetzt aber trotzdem nicht außergewöhnlich für einen DAX, wenn er da jetzt halt oben spiked und dann trotzdem wieder dreht. Ne? Aber wir sind hier an den Hochs, wie man halt sieht, unverändert, hat jetzt hier das letzte Hoch angespiked, und entweder funktioniert das jetzt hier oder wir kriegen wirklich da oben halt diese Jahreseröffnung. Die wäre natürlich dann Premium, von daher kann man den hier auch für meine Begriffe dann auch verschmerzen, wenn der nicht aufgehen sollte, weil nämlich der Rücklauf von da oben dann halt auch entsprechend deutlicher würde. Aber das hier ist natürlich jetzt schon, da ist schon ein bisschen Druck auf der Pipeline hier. Sagen wir 9.13, die 15-Minuten-Kerze braucht noch ein bisschen, aber jetzt auch nicht mehr allzu lange. Trotzdem glaube ich halt nicht, dass das da unten schon fertig ist, die ganze Nummer. Also für meine Begriffe wird das halt schon nochmal da unten irgendwo angetestet werden. Wahrscheinlich auch heute. So, jetzt mal gucken. 13,52. Ne? Also Reaktion ist ja definitiv da. Ne? Das ist ja halt, aber ist halt die Frage, ob das reicht. Ne? Das ist halt klar. Also entweder habe ich heute Morgen echt was mit den Augen oder hier ist irgendwie alles anders. Kann das sein, dass ich hier versehentlich High DPI eingestellt habe, also irgendwie 4K und merke es gerade nicht. Das kann ja natürlich auch noch sein. Ja, aber dafür sind die Linien zu unsauber, also die schrägen Linien. So, das sieht wirklich nach Krawall aus, aber ich gebe jetzt auch hier erstmal keine mehr dazu. Ja, also entweder reicht das jetzt hier oder fliegen da halt oben raus. Ich bin jetzt hier mit 2/3 drin. Die Punkteanzeige beziehungsweise die Punkteberechnung ist übrigens umgestellt. Das heißt, rechnet mir immer die Punkte aus, immer bezogen auf die erste Position, die ich in den Markt gegeben habe. Ne? Und deswegen, wenn ich jetzt 2 Positionen halt hier drin habe, und dann wird das dann entsprechend dann halt verdoppelt, weil halt rein vom Break-Even gerechnet ist es weniger. So, aber das sieht schon ein bisschen heftig aus hier mit dem direkt hoch. Okay, soll er machen. Ich lasse mich jetzt hier auch ausstoppen
und gucke mir dann halt lieber hier oben den Bereich an der Jahreseröffnung, auch wenn wir jetzt hier nochmal einen Rücklauf kriegen sollten. Aber trotzdem, da erstmal lasse ich das erstmal so, wie es ist. So, und das heißt, die 798 da oben an der Stelle, beziehungsweise ab der 780, ja, das wäre dann auf jeden Fall. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir die jetzt halt hier in der Stunde nicht mehr kriegen. Das wäre natürlich möglich. Aber so ist das halt mit dem Handeln. So, aber trotzdem, ne? Das ist ja letzten Endes, ist es für meine Begriffe, aber der absolut richtige Ansatz, ne? Das halt so zu machen. Also ich meine, ich habe ja nicht mehr als die Hochs an der Stelle, die ich halt nutzen kann. Und das sind einfach dann halt auch die Grenzen, die der Markt sich setzt. Das hier meinte ich jetzt, ne? Das ist leider halt extrem typisch DAX und auch mit dem Grund, warum ich den eigentlich nicht mehr handeln will. Ne? Weil es halt das typisch, ne? Da oben rauf und da kommt erstmal nichts mehr nach. Mich würde noch nicht mal wundern, wenn es jetzt dabei bleibt und wir trotzdem wieder nach unten rauschen. Würde mich echt wirklich nicht wundern. Und ja, also das ist einer der Gründe. Der andere ist halt einfach, weil mir der DAX zu teuer ist. Weil halt momentan ist es ja ganz angenehm mit der Vola. Und das heißt, dass halt momentan der Spread bezogen halt eben auf die ATR, also auf die Volatilität, ist es okay, aber in den meisten Fällen ist es halt leider nicht. So, lassen Sie jetzt hier erstmal, sollte er sich noch irgendwie dann doch noch entscheiden, halt nochmal zu drehen, kann man es ja nochmal versuchen. Aber erstmal ist das jetzt hier oben nicht wirklich interessant, um da halt nochmal anzusetzen. So, mal gucken, was sagt der Dow zwischenzeitlich? Ja, ist irgendwie so auf halber Strecke noch unterwegs, ne? Das heißt, da wäre halt hier oben der Bereich, ist halt auch nichts anderes als hier jetzt. Ja gut, das ist eh schon wieder, das wäre schon wieder die 31.000. Ne? Aber gut, kann natürlich sein. Und trotzdem, bei dem würde ich aber eher davon ausgehen, dass er halt ein bisschen sauberer reagiert. Zwar, wenn man es hier mal auf der Stunde dann halt irgendwie sich anguckt, da würden wir halt hier oben dann entsprechend hier liegen. Das heißt also kein neues Hoch. Würde dann auch sogar tatsächlich zu dem ehemaligen 200 auf Stunde passen, so wie das aussieht. Also hier in dem Bereich, dann halt irgendwie die 6,9, 9,75. Und die blaue wäre halt hier auch bei der 970. Ne? Das wäre halt so der Bereich, der dort dann halt entsprechend dann dazukommen würde. Weil wie man hier sieht, der hat noch irgendwie gar nichts da rausgeholt an irgendwelchen Highs. Und der DAX hat hier schon direkt auf der Stunde betrachtet. Hier oben sieht man es ja halt. Die letzten Hochs an der Stelle dann halt gleich mal eliminiert. Gut, das ist bei der Kassaeröffnung, ist es legitim. Die tickt manchmal halt ein bisschen anders. Die sind ein bisschen rabiater unterwegs. Und da ist es eben oft so, dass dann halt jemand zum Beispiel halt einen Zeitorder dann halt eben reingibt und dann irgendwie sagt, kauf mir alle 5 Minuten dies und das und jenes. Und dann hat es eben dann auch zur Folge, dass halt solche Grenzen mal auch schnell aufgebrochen werden, ne? Was halt jetzt nicht unbedingt im Handel halt außerhalb von der Eröffnungsstunde dann halt so funktioniert, aber in der Kasse im DAO sieht man es ja halt auch. Die läuft ein bisschen mehr tricky, aber vom Prinzip halt auch, dort geht es dann einfach mal durch irgendwelche Hochs oder Tiefs durch, weil halt eben dann halt genau solche zeitbasierten Orders dann halt einfach mal durchgeprügelt werden, ne? Und wenn die halt fertig sind und dann kann man sich dann halt oftmals auch besser orientieren. So, er drückt weiter, aber wie gesagt, das ist völlig in Ordnung. Wir werden aber eine Reaktion kriegen. Und deswegen finde ich halt immer auch, finde ich es auch nicht schlimm, sich dann halt ausstoppen zu lassen, weil vorausgesetzt der Markt läuft es nicht völlig gaga,
Und dann findet man ohnehin dann halt nochmal einen besseren Einstieg und muss dem nicht unbedingt so wahnsinnig lange hinterherweinen. So. Gucken wir hier gerade auf die Fragen. Was? Pivot 724? Ja. Das ist ja halt, das hat hier gerade jemand eingestreut. Ja, wegen dem Pivot, klar. Trotzdem, der es ist halt aber auch nur ein Pivot, ne? Und bei Pivots kann man, finde ich, immer eigentlich immer viel besser sagen, wird gerne angelaufen. Ja, okay, gut. Aber sagt aber nichts über die weitere Richtung aus, ne? Außer er passt halt irgendwie wirklich gerade so ins Trendbild. Aber halt nur, weil da ein Pivot ist, würde ich da jetzt zum Beispiel halt nicht irgendwie shorten, ne? Das ist, will ich nicht machen. Also dann eher halt irgendwie sagen, ja gut, dort gehe ich dann raus mit meiner Position, weil ich da nicht mehr weiß, oder beziehungsweise da weiß ich halt, da läuft es höchstwahrscheinlich hin. Wenn es erstmal halt irgendwie angefangen ist, ich habe den jetzt tatsächlich übersehen, sonst wäre ich da wahrscheinlich halt, hätte ich da oben dann auch noch eine platziert, so zur Sicherheit. Aber halt fraglich, ne, ob das dann halt wirklich reicht. Aber das ist natürlich auch ein Handelsansatz. Ich sag mal, mit dem habe ich jetzt halt irgendwie weniger am Hut. Gibt bestimmt Ansätze, die halt irgendwie damit funktionieren. Ja, aber es ist halt nicht unbedingt meiner. Genau. Also ihr fragt ja gerade irgendwie jemand, ne? Also das hier ist, wie gesagt, das ist noch eine Funktion, die ist im Test. Ich kann halt so hier in dieser Testversion, der Beta-Version, kann ich halt sagen, so pass auf, meine Gesamtpositions- oder mein maximales Volumen ist als Beispiel 10 Euro pro Punkt, und dann bezieht sich halt hier oben das alles entsprechend auf diese 10 Kontrakte, ne? Und würde halt eben auch heißen, dass wenn ich, sobald ich 11 Kontrakte drin habe, macht er mir einen zu, wenn ich im Verlust bin. Im Plus interessiert ihn das nicht, aber sobald die Position dann halt, beziehungsweise der Trade dann halt ins Minus läuft und unter einen Punkt Profit kommt, und dann fängt er halt an, direkt wieder zuzumachen. Das, was halt zu viel drin ist. Aber wie gesagt, ist momentan erstmal ein Versuch. Aber finde ich jetzt trotzdem gar nicht so doof. Okay. Ja, es drückt sich halt hier so ein bisschen rum, die ganze Geschichte. Ne? Man sieht ja, der will ja halt schon da drüber schieben. Aber wie gesagt, ist der DAX, ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Ob er das wirklich so beibehält, aber momentan sieht es ja schon so aus, als würde da halt noch ein bisschen was hinterherkommen. Aber man sieht es halt, ne? Das war das, was ich auch vorhin meinte. Auf der Minute ist der ganz klar long, keine Frage. Aber wir sind halt hier übergeordnet eben nicht long. Und deswegen war ich da so ein bisschen skeptisch. Gut, im Nachhinein kann man natürlich sagen, er hätte einfach long gehen können. Ja, klar. Ne? Aber ihr wisst, wie es ist. Also ich habe ja hier auch eine Order liegen gehabt, ne? Rücklauf hätte ich auch mitgenommen, aber halt eben so direkt rein. Das ist dann halt die Frage, ob das so clever ist. Vor allen Dingen, wenn es übergeordnet short ist, normalerweise ja dann eher nicht. Gut, so, passiert nichts. Markt steht still. Jetzt mal gucken, was die Knoppers-Fraktion sagt. 9:30 Uhr. Begrenzung, Verlust auf Euro auch möglich, fragt der Heiko hier gerade. Nee, aber die kannst du ja generell über Auto-Exit ja definieren, ne? Dort kannst du ja sagen, irgendwie minimal, maximal Equity. Also ich würde da schon in dem Punkt gerne noch so ein paar Sachen mehr eigentlich machen. Aber da können wir ja mal irgendwie in Ruhe drüber reden. Ja, so, jetzt geht es halt hier nicht weiter, aber bleibt jetzt dann halt eben die Befürchtung, ich gehe mal hier auf 15 Minuten, dass die ganze Geschichte jetzt hier mit dem Spike erledigt ist und wir dann halt jetzt doch nochmal irgendwie in der Etage tiefer laufen. Könnte sein. Der M5 reagiert halt hier schon mal gerade so ein bisschen deutlicher, setzt aber trotzdem auf, sieht man ja hier, auf dem Widerstand auf. Von daher ist da auch nicht wirklich irgendwas short. Aber das ist ja auch,
generell das, was ja halt immer versucht wird, bei irgendwelchen Ausbrüchen oder Trendbrüchen ja halt auch, dann direkt dann so drauf rumzutanzen, wie es jetzt hier gerade passiert. Ne? Das heißt, hier war ja halt dieses Hoch, die 736. Da ist er gerade punktgenau irgendwie drauf zurückgelaufen und versucht es halt jetzt nochmal. Das wäre aber dann halt Scalping. Ne? Also bei so einer Geschichte sieht man ja wirklich, das ist ja, ich schicke die mal hier hin, da sieht man ja wirklich, das ist ja fast auf den Tick, beziehungsweise war es wahrscheinlich, auf den Tick hier einmal drauf und dann geht es halt nochmal 5 Punkte hoch. Kann man machen, da muss man aber halt im Zweifelsfall halt auch schon echt schnell sein. Ne? So, ich würde jetzt aber hier mal kurz abwarten, die 4 Minuten noch, was denn halt die 9.30 Uhr Jungs und Mädels dazu sagen. Und aber wird natürlich schon ganz gut reinpassen, wenn wir jetzt hier nochmal so einen Rutsch nach oben kriegen. Run, kein Rutsch. Und dann dort entsprechend erstmal die Gegenrichtung wieder kommt. Und dann hätten wir von dort halt zumindest mal, wenn es sich hier jetzt nicht so lange aufhält, aber von dort dann halt einen Rücklauf, dann entsprechend hierher. Und das wären dann halt auch irgendwie maximal so 70 Punkte, die dann halt drin wären. Von daher wäre das natürlich auch schon ganz okay. So. Achso, was man im DAO, gehe ich gerade mal noch, hier haben wir irgendwie passiert ja gerade nichts. Was man da halt auch noch übrigens sieht, im Daily, habe ich ganz vergessen eben, das ist nämlich, also so eine Kerze einfach, wie wir sie halt hier haben, so ein Teil. Es verhält sich eigentlich gerade genau wie in einem kleineren Timeframe auch. Das heißt, wenn man das mal halt runterbricht, ne, erstmal ist es nur eine Kerze, aber in einer Kerze steckt ja ein Trend. Und was man da halt sieht, ist eben halt bei einer Kerze, die so aussieht, Fehlausbruch und entsprechend halt, klar, lange Lunte hier, aber halt nicht reversed. Das heißt, also ganz klar Trend, also Fehlausbruch, Short-Trend, Rücklauf, ne, und eben nicht kaputt gemacht, sondern einfach nur ein Rücklauf bis kurz vor Anschlag. Und dann halt entsprechend ist die Folgekerze meistens erstmal runter. Ne? Und von daher kann es tatsächlich auch sein, dass wir das da unten nochmal komplett ausloten heute. Das wäre möglich. Also sicherlich jetzt nicht um 9 Uhr. Aber dass das heute Nachmittag passiert, das ist schon nicht so ganz irgendwie von der Hand zu weisen, dass das so kommen könnte. Ne? Das war einmal nochmal komplett darunter. Wäre schon denkbar, ne? Weil der Trend, das ist, wie gesagt, ich betrachte diese ganze Tageskerze als einen abgeschlossenen Trend und es wäre einfach nur im Trend und entsprechend dann halt auch eine Fortsetzung von der Bewegung davor und damit halt auch von dem Vortag. Ja, von daher schon denkbar. So, da kommt er jetzt. Hätte man schon machen können, dann so im Nachhinein. Ja, halt hier nochmal, hier, beziehungsweise nicht nochmal, aber da halt tatsächlich versuchen halt auf den Long zu gehen. Aber das ist halt immer so ein bisschen die Gefahr in dem Bereich. Das kann natürlich auch immer ein kleiner Fehlausbruch sein. So, da bin ich mal gespannt, was jetzt halt passiert. Das ist irgendwie gerade weg. Und kann mal was gucken. Nö. Irgendwie hat hier keine Lust mehr, das anzuzeigen. So, aber gucken wir mal die Stunde. Das hier freigegeben. Nelson, wenn ich so still bin, musst du reden. Ja, ich habe gerade selbst festgestellt, dass ich kurz irgendwie abwesend war und eher mit mir selber geredet habe, als mit den Teilnehmern. Das gehört zur Show dazu. Also mach ruhig weiter.
Das ist echt Schlafmangel. Ich habe mich gerade selbst gefragt, ob ich das hier freigegeben, beziehungsweise das rote Ding hier überhaupt. Ich glaube nämlich nicht. So, da habe ich mich gerade gewundert, warum das hier nicht angezeigt wird. Bei mir auf der anderen Seite. Ja, ist in Das müsste Ordnung. dann aber Teile jetzt sein. deine Gedanken mit uns. Bitte? Ich sage, ist in Ordnung. Teile deine Gedanken mit uns. Ja, besser nicht. So, also, ah, jetzt hängt das halt hier die ganze Zeit rum. Mensch, dann komm, dann gib mir doch jetzt den Spike da oben raus. So, weil die wird er jetzt nicht auch noch da oben halt einfach so eliminieren. Da glaube ich jetzt nicht dran. Sondern da wäre halt ein kleiner Spritzer. Wäre schon schick. Aber ich meine generell, ne? Also versucht natürlich der Markt jetzt mit den Lows da unten, die sich halt hier im Daily gebildet haben, da entsprechend halt das auch zu nutzen und sagen, okay, wir hatten kein neues Low, die Supports haben funktioniert, also strong long. Von daher ist es natürlich völlig okay, beziehungsweise halt völlig plausibel, dass es jetzt erstmal so reagiert und nicht einfach runterfällt. Ne? Das ist halt schon klar. Aber auch hier sieht man, wenn man das halt mal jetzt runterbricht, mal hier ein bisschen kleiner. Aber auch da sieht man, ne, hier Support, Support, verkauft weg. So, also wenn man das mal auf den Daily dann halt ummünzen, dann sind wir halt hier auch entsprechend bei der. So ein bisschen doof hier, das sollte eigentlich ganz rechts sein, die Linie, aber okay. Bei der 800 in dem Bereich, ne, und das passt. Natürlich ganz hervorragend zu der Geschichte hier dann ja auch dazu. So, ist aber daily, das heißt, kann Zweifelsfalle lange dauern und kann natürlich auch ein paar Punkte drüber. Was man halt im DAX halt gesehen hat, die ganze letzte Zeit, war, dass er halt die letzten ATHs hier immer ganz nett beackert hat. So auch hier oben sieht man ganz deutlich vom Dezember das ATH von unten, von oben, von allen Seiten. Das hier liegt so ein bisschen unbeantwortet im Raum. Das wäre dann halt nochmal die 828. Ein ATH vom Februar 2020 wohlgemerkt. Das war kurz bevor es in den Keller ging. Und von daher, und das würde tatsächlich je nach Zeit, je nach Timing, was der Markt da halt jetzt bringt, dann halt auch sogar nochmal wiederum passend zur 851. Beziehungsweise 853, die Trendgrenze plus den EMA, den wir hier haben und so weiter und so fort. Ne? Also von daher, das wäre natürlich dann halt schon so, dass was nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass das vielleicht wirklich kommen könnte, sei es im Squeeze oder was auch immer, oder halt wirklich den ganzen Tag darauf drückt, aber das halt, dass wir sogar halt wirklich nochmal hier rauf bis zu 850 dann halt laufen und dann halt erst eine Reaktion kriegen. Das wäre schon denkbar. Kann schon sein. Das wäre natürlich so das Maximum, aber sollte man vielleicht trotzdem irgendwie auf dem Schirm haben, dass das halt passieren könnte. Ne? Einfach aus zwei Ansätzen heraus. Erstmal ist es halt, wäre es halt hier nur ein leichter Übertritt über die 798. Also das heißt, es wäre nochmal der Versuch, die Jahreskerze auf grün zu drehen. Das wäre halt das eine. Und wir hätten halt hier dann halt nochmal diese letzten Supports auch nochmal abgeholt und entsprechend halt nochmal versucht, das ATH von 2020 zu kaufen. So. Und von daher schon recht plausibel, dass wir da oben halt wirklich nochmal reinlaufen und nochmal die 850, also maximal dann eben 851 den Bereich halt sehen. Ab da oben wird es dann allerdings halt grenzwertig, ne, für Short. Das ist halt auch klar. Weil dann, wenn wir wieder 900, anlaufen, kann zwar auch immer noch alles funktionieren, aber trotzdem irgendwann macht es dann halt auch keinen Spaß mehr, ne? Da halt irgendwo noch dann halt zum 20. Mal dagegen zu halten, wenn man halt eben sieht, dass der Markt entsprechend komplett in die andere Richtung die ganze Zeit will. Was der Christoph sagt, weiß ich sehe. Strong Short bei 940, 28.
940. Nee, also ist das für meine Begriffe klar zu hoch, ne? Also klar fällt das hier ins Auge. Keine Frage. Ups, Moment, muss ich aufpassen. Klar fällt das ins Auge. Ich gehe da gleich nochmal rüber. Zwei Minuten, die finde ich in letzter Zeit nämlich gar nicht so doof. 7, 8, 8, 7, 9, 8. Ich setze mal lieber ein Stück höher. So, die erste. So, und dann die 7, 9, 8. Und trotzdem muss man jetzt hier ein bisschen aufpassen. Nicht, dass das ein Squeeze wird bis ganz darauf. Also bis zu 850. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, ist dann halt hier nur fürs Vorführen so ein bisschen schlecht. Na, das wäre dann halt tatsächlich hier oben die 800. Kann sein. Kann alles so kommen. Deswegen bin ich jetzt hier so ein bisschen vorsichtig auch. Weil das ist schon ordentlich, da ist schon ordentlich Dampf irgendwie gerade drauf. Bei den Bullen. Ja, die Reaktion hier ist auch recht. Naja, gut, geht schon. Ich gehe gleich nochmal auf die 940 ein, will das jetzt hier nur gerade wirklich im Auge behalten. Nicht, dass es hier komplett, mal kurz hier meinen vierten Monitor in Stand bringen. X3, die heißt. So, kann man gucken, hatte ich hier eine platziert? Nee, noch nicht, ne? So, wäre aber halt, ups, trotzdem schon legitim. So, ne, da sind wir jetzt, stecken wir jetzt genau dran. 9:37 Uhr. Die Stunde will es wirklich wissen, ne? Aber ich glaube, ich würde wirklich hier tatsächlich eher versuchen, dann halt so hoch wie möglich einfach nur reinzukommen. Und jetzt hier auch den Impuls, da jetzt nicht unbedingt direkt dagegen zu halten, sondern mal kurz warten, wie ernst das hier gemeint ist. Weil er gibt ja gerade gar nichts nach, ne? Also irgendwie so zwei, drei Punkte runter, okay. Aber mehr passiert da ja gerade noch nicht wirklich. Von daher, mich würde nicht wundern, wenn wir da einmal oben mit dem Squeeze rausballern. Kann sein. Dann kriegen wir hier einen schönen Vorführeffekt für die Limit Pullback Order, wenn er das macht. Weil das sieht sowas von nicht nach Bären aus, eher von Bären töten. So, hier ist auch. Nein, 5, 8. Hatte ich da oben. Mal gucken. So. Gucken, dass man das nicht ganz ausreizt. So, hier haben wir die letzten Supports. Ja, bisschen schwierig zu erkennen, aber so, das wäre halt, wenn ich das mal angucke, dann hier oben, das wäre so dieser letzte Spike hier an der Stelle. Hier der Support, da hängt da gerade dran und da ist halt der letzte Support in Verbindung mit dem Spike. Bike, bevor es dann anfing, nach unten zu schlittern. Okay. Ich meine, man könnte jetzt natürlich halt, ohne natürlich jede Empfehlung abzugeben, man kann halt, wenn man das irgendwie auf den ganzen Tag irgendwie münzen will, ne, kann man natürlich auch sagen, gut, ich gebe hier den ersten Short bei 800, den zweiten, bei 850 den dritten. Und heute Abend um 22 Uhr sammle ich die Kohle ein. Ne? Das kann man natürlich so machen. Die Chancen sind auch gut, dass das funktioniert. Ist keine Frage. Aber ich würde halt hier trotzdem schon versuchen, halt
im Webinar halt auch was zu finden, was halt eben auch hier aufgeht. Aber generell, warum nicht? Ja. Heute gibt es Bärengeschnitzeltes. Ja, da wäre ich mir noch nicht so sicher. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Erstmal ja, das ist auch okay. Aber lobe den Tag nicht vor dem Abend. Ja. So heißt es doch. Aber das ist hier erstmal das, was halt jetzt abgeladen wird, was dann nachher halt der Rest der Teilnehmer daraus macht. Da steht so ein bisschen auf einem anderen Blatt. So. Ja, hier ist so ein bisschen, da hat jemand was dagegen. Erstmal. Aber auch da würde ich jetzt mal gucken. Und der sich halt, also er hält sich schon relativ deutlich hier, ne? Das sieht man ja auch. Könnte natürlich jetzt sein, dass es erstmal reicht. Kurz vor der 8.8. Gucken, wenn er nochmal dahin läuft. Ich würde halt eigentlich eher gerne mal sehen, ob versucht wird, die Order wirklich da halt zu drehen. Und auf der anderen Seite nämlich, wenn die fliegt, ne, also hier diese, jetzt ist gerade nicht mehr sichtbar. Oder weg, kann natürlich auch sein, aber wenn so ein Ding halt fliegt und dann kriegt man halt dann auch entsprechend den Squeezy. Nur Heiko. Der ist ja auch da, passt auf, dass ich keinen Quatsch mache. So, ich gehe mal nochmal kurz hier auf die. Also, es ist halt echt, finde ich, keine Ahnung, wie ihr unterwegs seid. Ich meine, wer wirklich einen Punkt 9 gekauft hat, hat gesagt, ja, die versuchen das da oben, das Risiko gehe ich ein. Das war kein Fehler, ne? Aber jetzt hier in irgendwas reinzukommen, gar nicht mal so einfach. Gar nicht mal so einfach, weil ich hier vor allen Dingen auch nichts erkenne, ne? Ich erkenne jetzt halt hier irgendwie kein. Da passiert nach unten irgendwie gerade nichts, nach oben irgendwie auch gerade nicht. Der steht halt hier still und klebt da oben halt an dem Widerstand fest. Ne? Das ist immer so ein bisschen verdächtig. Deswegen sage ich ja, ich bin da echt auf der Hut, nicht, dass der mich da komplett da oben jetzt einmal überfahren will. Also ich fände es ja super, weil wie gesagt, wenn wir einen fetten Squeeze kriegen sollten, dann fliegen wir mit den Orders bis da oben hin. Aber davon ist irgendwie auch noch gerade nichts zu sehen. Daher echt tricky. Genau, ich versuche es nochmal hier gerade nochmal das Bild. Also, der Christoph hat ja irgendwie gemeint, Strong Short bei 940. Ne? Das wäre natürlich hier oben das in dem Bereich. Ne? Also beziehungsweise kein neues Hoch, sondern hier an dem ATH 940. Für meine Begriffe zu hoch. Die Gefahr ist dann echt zu groß, dass wir halt dann da oben rausballern, ne, finde ich. Also, weil wir kommen da oben an, ohne neue Tiefs, ne, also im Daily, das hier, ein gefischtes Tief von gestern, stehen dann halt irgendwie kurz vor der Grenze. Das ist irgendwie, also mir wäre es zu hoch. Ich meine, möglich ist alles, ne, aber das wäre mir echt too much. Weil wenn wir da oben ankommen, sind diese verkauften Supports schon wieder gekauft, die Jahreseröffnung ist schon wieder gekauft, das Ding ist einfach auf Strong Long dann gebürstet. Also ob das dann wirklich noch weit kommt, ist ein bisschen meine Zweifel dran, ehrlich gesagt. Deswegen halt, also ich greife ja mal halt, ne, das, die Formulierung Strong Short auf. Beziehungsweise Strong Sell war es ja wortwörtlich, ist ja das Gleiche. Von daher, Sell ja, Short auch, aber Strong weiß ich nicht. So, okay, also steht still. Aber nichtsdestotrotz würde jetzt hier, also wenn es hier nicht allzu viel mehr passiert, dann hat ein kurzer Spike nach oben, würde das Bild dann aber auch sauber komplettieren. Und. Aber man darf halt hier trotzdem nicht vergessen, dass wir halt eben die Hochs hier rausgenommen haben. Ne? Von daher hat er zumindest schon mal eine Etage tiefer den Trend gerade gedreht. So, 91. Ja, wo war jetzt hier? So.
Was ist heute los mit mir? 97. Wir wollten auf 98. Okay. Das ist echt, traue mich fast nicht auf Knopf zu drücken hier, ne? Ich bin ja echt nicht zimperlich, ne? Aber irgendwie ist mir das nicht geheuer. So, die Bewegung sieht schon echt ziemlich abgefahren aus. Also, ich würde nicht wundern, wenn wir einmal wirklich komplett da oben durchrasseln jetzt einmal. Aber das ist jetzt, ne, also es gibt jetzt keinen visuellen oder sonstigen Ansatz dafür. Das ist echt so, eher so eine Gefühlssache gerade. Und weil mir das halt sehr spanisch vorkommt, wie der da hochdrückt. Von daher, es gibt ja auch nichts nach, ne? Okay, jetzt hier irgendwie 5 Punkte, gut, aber von daher bin ich da gerade mal, naja, ich sag ja, ne, hier kommt er auch mit. Ja, jetzt kann man natürlich, ne, hier kommen jetzt halt verschiedene Anmerkungen, schau mal auf Fibo, eventuell dies, eventuell das. Jetzt kann man halt, natürlich kann man jetzt hingehen, kann jetzt irgendwie raten, ne, sowas. Also ich meine, man muss ja eh halt irgendwie so ein bisschen raten, oder die raten ist vielleicht der falsche Ausdruck, sondern eher versuchen halt da rein zu versetzen, was es werden könnte. Ne? Aber jetzt dann halt zu sagen, okay, ja, vielleicht ist es dies, vielleicht jenes. Ich würde jetzt hier wirklich mal ganz, ganz klassisch das Prinzip anwenden, trade, was du siehst. Und vor allen Dingen, guck genau hin, ne? Und was ich hier sehe, ist ein Markt, der kein Stück nachgibt. Kein bisschen. Und da gehe ich nicht short. Das ist irgendwie, das bringt nichts. Und deswegen sage ich halt auch, ne, solange das so ist, solange ich hier keine Verkäufer erkenne. Ich meine, wir reden hier über jetzt gerade mal irgendwie 7, 8 Punkte, ne, die der halt vom Hoch nachgegeben hat. Das ist ja nichts. Und gucken wir sich die Stundenkerze da mal an, das kann noch ein bisschen böser werden. Ne? Von daher würde ich jetzt eher mal sagen, okay, dann lieber mal kurz irgendwie nichts machen, allein wenn ich die Kerze hier schon sehe, ne? Irgendwie 2 Punkte lang, steht, klebt unterm Dach. Ja, und zack, direkt wieder weg. Ne? Also ich mache hier wirklich Folgendes. Ich gehe jetzt auf die 851 und würde echt drauf bauen, dass wir jetzt hier eher einen Squeeze kriegen. So, wo haben wir das ATH? Ich lasse die 7, 8, 9 hier ganz, 9, 8 ganz in Ruhe. 8, 2, 8. So, da wäre halt die erste, ne? Also das ist das ATH vom, wie heißt es, von 2020. Die 8, 5, 1 wäre das nächste Level oberhalb. Und baue jetzt mal drauf, dass wir da halt wirklich einen Squeeze noch halt hier kriegen. Aber den Squeeze hier mitnehmen, ich glaube, da bin ich nicht wach genug dafür. Ja, aber das Ding drückt mir echt eine Nummer zu heftig. Das ist mir echt zu heftig gerade. Oder? Jemand was dagegen? Ein, sechs, acht. Was habe ich im Dow? 159. Ja. Ja. Ja, ich habe irgendwie gestern Abend noch hier irgendwie einen Long aufgehabt mit dem Stop bei 860. Mir war das schon klar, dass da halt irgendwie noch ordentlich Gegenbewegung kommt. Aber der ist natürlich geflogen, leider. Aber die Idee war, alles andere als falsch. Das war mir leider auch klar. So. Also wir warten die Stunde mal nur ab.
Da muss noch irgendjemand eine nette Geschichte erzählen, damit wir die Zeit bis dahin und da und da. Was? 870 Fahrt, FIBO. Ja, mit den FIBOs, ne? Das ist so. Also von der Abwärtsbewegung ist ja wahrscheinlich gemeint, ne? So, wir haben hier, halt hier den Vortag bei 819. Der würde zum Beispiel gut reinpassen, hier mit der 827. Das ist aber eben halt der ganze Vortag und die Abwärtsbewegung allein. Also das Problem bei FIBOs ist immer, ne, dass die, also FIBOs allein funktioniert nicht, hau ich jetzt einfach mal so raus, FIBOs allein kann man vergessen. Weil ich sage halt immer, der Markt ist halt, das ist wie am Bahnhof, ne, der braucht halt Anschluss. Und der wird nicht in der Regel irgendwo drehen, wo halt vorher nichts los war. Also wo vorher kein Volumen war, wo vorher kein großartiger Handel stattgefunden hat, an sowas wird der halt nicht drehen. Und wenn da halt eine FIBO liegt, dann wird die auch nicht halten. Ne? Und das würde ich immer versuchen, so ein bisschen abzugleichen. 870, das ist, also wurde hier gerade in den Raum geworfen. Ich kann ja mal gucken, wie sich das darstellt. Wo wäre denn 870? Also ich vermute mal, gemeint ist, jetzt ohne, dass ich es hier ich kein Kunstpreis für kriegen, aber ja, genau, ne, das ist halt gemeint. Also hier oben drüber. Ja, ich meine, ne, das wäre dann an der Stelle, das wäre für mich die 851, ein Spike über die 851. Der kann dann auch irgendwie bei, so, es geht los, Moment. Immer wenn ich hier rüber gehe, passiert was. Schon interessant. Das wäre dann halt eher ein Spike über die 851, aber jetzt für mich nicht der relevante Punkt, ne, würde an der Stelle aber dann doch tatsächlich dann dazu passen. Also hier nochmal kurz, denkt man, versteht es ja, ne? Das ist ja die Abwärtsbewegung, wäre halt entsprechende Korrektur bis hier oben hin. Und ich habe ja gesagt, hier 851, das ist halt für mich halt der entscheidende Punkt, ne? Weil halt hier eben dann auch die letzten Supports eben gewesen sind, ist ein Übertritt über das. Wenn die FIBO damit reinspielt, nett. Das ist aber halt auch ein ganz klassischer Fall von hat dann nachher irgendwo zwischen 61 und 76 gedreht, wenn es nicht funktioniert. Ne? Also von daher passt das für mich so irgendwie, die FIBO allein halt auf gar keinen Fall. Also ich würde mich dann nicht an der FIBO orientieren, sondern dann halt eher tatsächlich dann an dem, was halt wirklich da ist. Ne? Weil hier sieht man ja, da ist nichts. Ne? Also das meinte ich halt mit, muss immer gucken, dass man irgendwo einen Anschluss hat. Wenn ich hier einfach mal eine Linie nehme, dann sehe ich, kann man gucken, ja, hier war jetzt dann irgendwie einmal Support, da auch, aber das ist halt ein bisschen zu lange her wahrscheinlich und es wäre halt hier über dem Hoch von der halt drüber, ja, also kann an der Stelle wirklich passen, ich will das jetzt hier nicht irgendwie kleinreden oder kaputtreden, natürlich nicht, ja, aber wenn jetzt zum Beispiel einer kommt und sagt, ja hier die 61,8, da würde ich sagen, da glaube ich nicht dran. Da finde ich jetzt die dann doch tatsächlich besser. Weil das ist zu knapp vor, also wäre erstmal hier über dem Außenstab halt irgendwie gerade so kurz drüber, dann unter dem eigentlich gerne gehandelten ATH, dann meinetwegen auch noch unter der EMA, das würde mir nicht gefallen. Also die 61,8. Gar nicht. Dann lieber irgendwie eine Nummer zu hoch. Finde ich dann halt irgendwie ein bisschen ansprechender. So, also ist was passiert und doch nichts passiert. Ne? Einmal kurz über die 800, also die 708 drüber geguckt. Für 10 Punkte hätte es gereicht, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich mag das nicht, was der Markt hier macht. Also ich mag das nicht handeln, sagen wir es mal so. Nicht wirklich. Ja, aber okay. Jetzt sieht man halt hier, jetzt habe ich vielleicht doch ein bisschen lang gequatscht, aber man sieht jetzt hier natürlich jetzt dann doch, dass wir halt die Reaktion dann halt hier kriegen an der Jahreseröffnung. Also der ursprüngliche Ansatz, aber was mir wirklich einfach fehlt, auch jetzt noch, ne, ich will mich auch jetzt nicht hier hinstellen und sagen, ja, hätte man ja machen können, ich habe es ja gesagt,
Quatsch, ne? Was mir fehlt, ist halt hier wirklich Druck. Also hier passiert, auch wenn wir jetzt hier mal kurz irgendwie 20 Punkte vom Heide halt runter sind, ne? Aber es passiert irgendwie nichts. Es ist nicht genug, um da jetzt halt irgendwie, ich meine, um da jetzt halt überhaupt drauf zu bauen, da jetzt nochmal irgendwie 10 Punkte irgendwie rauszukriegen. Ich weiß ich nicht. Also wenn ihr, wenn das jemand gemacht hat, ist doch super. Also freut mich doch, ne? Hier ist schrecklich, ich bin mal short bei 96. Ja, pass auf den Short auf. Wir haben, die Stunde ist gleich fertig. Und ich sehe keine Verkäufer. Ich sehe tatsächlich einfach, also was mir auch diese Gegenbewegung hier gerade nur sagt, ist, dass da jemand erstmal aufgehört hat zu kaufen, ne? Aber mehr halt auch nicht, ne? Und das ist, da fehlt für mich momentan noch alles. Das ist mir viel zu sehr aufwärts gerichtet. Ich will, also ich hoffe, ne? Ich denke mal, hier sind ja auch viele Stammteilnehmer dabei. Ich bin ja immer jemand, der gerne auch mal schnell auf den Knopf drückt. Ne? Ich rede mich hier bestimmt nicht raus. Aber wenn ich irgendwie sehe, dass der Markt so festklebt, ne? Und mir mein Bauchgefühl dann auch nur sagt, irgendwas stimmt da nicht, ne? Dann habe ich da halt echt einfach Manschetten, da halt irgendwie mal eben drauf zu drücken. Ne? Und jetzt kriegen wir hier so ein bisschen mehr. Ne? Okay, gut. So, das heißt, das wäre jetzt eine Geschichte, die würde ich mir jetzt halt jetzt hier mal angucken. Dann halt auch mal sehen, was macht der M5? Okay. So, wenn das heißt, wenn der jetzt halt hier auch nochmal irgendwie drunter schließt, und dann wäre das halt schon eine Option, wo man sagen kann, gut, da gehe ich mal rein. Aber auch siehe hier, einmal kurz, nicht mal hier das letzte Low und direkt wieder, zack. Ne? Das ist halt, das ist kein Shortmarkt. Also das ist eher was, wo man sich halt irgendwie bis jetzt, man kann sich natürlich ändern. Ja, Long mit Unterbrechung, ne? Genau. Das ist kein Shortmarkt, sondern halt eben halt hier, es drückt ja nur nach oben. So, von daher sinnlos. Ja, gut, also ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Nelson, und nu? Du hast doch schon ganz viel getan heute. Ja, ein Verlusttrade abgeliefert. Aber ich hätte ihn ja gerne auch noch irgendwie gedreht, ne? Ja, aber das wird wohl nicht mehr gelingen. Also das kann man vergessen. Also man sieht ja halt, ne, ich kann mich ja nur wiederholen. Dass es halt einfach nur nach oben drückt, es gibt nicht nach. Ne? Also hier in dem Markt kommt man halt jetzt zu diesem Zeitpunkt, behaupte ich, nicht rein. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Jetzt können wir natürlich auch einfach long gehen, ne? Aber ich kann auch nicht auf der anderen Seite über alle Widerstände einfach drüber handeln, als wäre nichts. Damit haben wir das funktioniert halt auch nicht. Ne? Von daher, was wir jetzt halt hier bräuchten, um da halt wirklich nochmal long anzusetzen, dass wir halt einen vernünftigen Rücklauf. Ne? Und den kriegen wir hier jetzt natürlich auch nicht mehr in der Zeit. Aber das, was halt hier echt, was ich halt finde, was halt sich hier höchstwahrscheinlich jetzt auch bewahrheitet, ist halt, wir haben wirklich so eine zeitbasierte Order, die irgendjemand da halt um 8 Uhr, 9 Uhr, wann auch immer, gestartet ist. Und das heißt, es drückt jetzt hier einfach im Rhythmus nach oben. Ne? Und solange das so ist, solange das Ding aktiv ist, kann man das vergessen. Also, oh, guck mal hier, die Uhr ist umgesprungen und schon wieder ohne, ganz deutlich, ne? Also deutlich jetzt nicht, aber was man halt hier jetzt erkannt hat, ist, dass wirklich auf die Sekunde, zack, schon wieder nach oben. Ne? Das heißt, da ist irgend so ein Ding halt am Start und das drückt jetzt so lange halt, bis es halt fertig ist. Ne?
Und von daher, ja, nichts, was man jetzt hier irgendwie noch großartig machen könnte. Und jetzt hier unnötig in Länge ziehen müssen wir ja auch nicht, ne? Ich denke mal, der Ansatz ist aber halt klar. Also ich gehe wirklich davon aus, dass dieses zeitbasierte Ding jetzt weiterhin nach oben drückt und dass wir vielleicht dann hier auch wirklich den Squeeze kriegen und dann wäre halt entsprechend hier oben der Einstieg wie halt gedacht. Auch gerne mit der FIBO, wie auch was? Also der Laufzeit kann ich geben, Dow Long bei 698, nee, der hat geschrieben bis 968. Ja, aber auch immer, ne, weiß ja selber, gefährlich. Wenn man denkt so, ja, dann nehme ich den Rest noch in die Richtung mit. Auch immer so eine Nummer. Also, davon will ich halt ausgehen. Unverändert, auch nochmal ganz kurz, hatte ich jetzt gerade den Faden verloren. Hier in Verbindung mit der FIBO, macht das Sinn. Die FIBO muss nicht erreicht werden, ist aber halt an der Stelle ein ganz guter Anhaltspunkt, finde ich. Und warum nicht? Also, wenn es halt eben zu anderen Sachen passt, why not? Kann man so machen. Ne? So, aber halt hier ist halt, das Problem ist, man braucht immer so ein bisschen Glück fürs Timing. Das war irgendwie diesmal halt nicht. Von daher, das ist okay. Aber das wird das nächste Mal dann auch sicherlich wieder anders sein. Ne? Das ist halt so ein bisschen schade. Also, dass man halt hier so, ich meine, hier, das war okay. Das fand ich auch richtig, das so zu machen. Ne? Den Trade hier einfach an dem Hoch, finde ich absolut legitim, würde ich auch jederzeit wieder machen, weil es in der Regel ja auch funktioniert. Also, ne? Aber wenn man einfach halt hier so korrektive Hochs verkauft, das ist halt schon richtig, das so zu machen. So, aber trotzdem gibt es ja nichts, was halt irgendwie zu 100% immer funktioniert. Und ich weiß ja nicht, ob das jetzt die Hochs sind, die jetzt halt halten oder halt eben die nächsten. Von daher spricht da nichts dagegen. Und von daher ist das jetzt auch kein Trade, wo ich sage, ärgere ich mich über mich selber. Nein, überhaupt nicht. Ne? Also ich habe halt hier auch schon. Ja, guck mal, jetzt macht das vielleicht doch mal auf den letzten Drücker hier, oder wie? Ich habe auch hier schon irgendwie Tage gehabt, wo ich gesagt habe, ich ärgere mich über mich selber, weil ich es halt vorher noch beschrieben habe und dann nicht reagiert habe. Aber das ist halt hier nicht der Fall, ne? Also von daher gibt es da gar keinen Grund. Also habe ich alles richtig gemacht. Auch irgendwie nur mit 2/3 Risikotrendgrenze beachtet. Also mehr kann ich nicht tun. Und von daher auch kein Grund, irgendwie verärgert zu sein, finde ich. Gut, alright. Also, dann sage ich an der Stelle mal, ja, danke fürs Kaffee trinken. Ne? Und das fuchst mich natürlich schon. Aber gut, so ist es halt. Ne? Nelson, Ich weiß, dass dich das kann es nicht ärgert. ändern. Ja. Ne? Aber du Ja. siehst es im Chat, alle bedanken sich Ja. und möchte mich da auch anschließen. Vielen Dank für das Webinar, weil du ja auch immer wieder authentisch zeigst, wie deine Denkweise ist und dein Handelsansatz. Und das Ergebnis ist natürlich für einen immer wichtig, aber es geht auch um den Lerneffekt und das kommt hier sehr, sehr gut an. Ja, also ich finde halt auch, ne, wo ich halt vorhin sagte, lieber den dann in Ruhe lassen, nicht irgendwie zu früh nachspringen, genau hingucken. Und ich denke, dass das ja das, was halt jetzt hier auch passt, ne? Also, dass du wirklich dann irgendwie die Zurückhaltung dann halt ganz, ganz oft, auch wenn man es sich selber für sich selber auch nicht immer beherzigt, aber halt dann die bessere Strategie manchmal eben sein kann, ne? Also vor allen Dingen, wenn man halt was im Sinn hat, wo man dann halt sieht, bewahrheitet sich nicht oder erfüllt sich nicht, ne? Gut, aber ich wollte dich jetzt eigentlich gar nicht in deinem Schlusswort unterbrechen, habe ich jetzt aber. So, das heißt, du hast dann doch das finale Schlusswort. Denn ich sage nämlich an der Stelle dann danke fürs Dabeisein. Auch an dich, Nelson, fürs früh aufstehen und hier mit mir ausharren. Und natürlich an die ganzen Teilnehmer. Passt auf euch auf. Wir sehen uns ganz bald wieder. Denn Nelson weiß bestimmt wann und wird es uns auch gleich verkünden. Bis dahin. Ja, danke dir, Dirk. Tatsächlich sehen wir uns nächste Woche wieder. Dann kommen wir auf die NFPs. Und ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, dass ihr heute live dabei waren. Vielen Dank. Ja, ich wünsche noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und in der aktuellen Phase bleiben Sie gesund. Also, bis dahin, vielen Dank. Ciao.